Also, herzlich willkommen im Global Headquarter von MP Films. Wir sind hier in meiner Wohnung, in Winterthur. Ich zeige euch ein paar kleine Ausschnitte von meinem Film und, oder von unserem neuen Film und dokumentiere das gerade ein bisschen. Dann sehen wir die Intros, die haben wir mit so einer Kamera gefilmt, wo man zum Beispiel jetzt vom Juri relativ genau sieht, wie sein Gesicht verändert wird, wenn er halt so einen Ball ins Gesicht bekommt. Auch die anderen Intros, so die Fahrer-Intros, haben wir eigentlich das Ziel gehabt, dass man sicher nicht alles neu erfindet, aber halt das Ganze ein bisschen mit einer gewissen Selbstironie überbringen und halt auch zeigen, wieso man könnte schneeklangweilt werden, wie der Film auch heisst, Snowboard. And what could make you snowboard? Natürlich, dass es nicht langweilig sein sollte, beweisen da der Mae und der Marcus Moller in Mount Hood. So ein kleiner Zwischenpart, wo sie einfach auf der Piste umeinander cruisen und denkt echt viel Spaß haben, einfach so mit dem Fahren. Und eigentlich das, was man wirklich als Snowboarder nennt, weil es ist ja nicht jeden Tag so, dass man so die Kickerball wieder geht. Sind wir im Grimsel und da ist eine Crew dort gegangen, zum Beispiel der Roman Martin. Die haben 18 Stunden gebaut für den Kicker mit Mitternachtssession, also Vollmond aufgestanden und wieder gebaut. Und der Roman ist, glaub ich, der Einzige gewesen, der nachher wirklich noch Energie hatte zum Rübergumpen. Die anderen sind dann immer so wie er, der Markus, schon drüber gekommen, aber nicht so gut. Der Can, immer ein lustiger Vogel. Typisch Can. Vom Graszeug, Spreading Powder, der Gimpel, hat der Winter wahrscheinlich einen der besseren Winter gehabt. Nicht so wie bei uns, er hat super guten Schnee gehabt, die ganze Zeit. Wirklich perfekte Konditionen. Und ich glaube, für ihn ist es generell etwas einfacher gewesen, wie für einige von uns. Aber auch der Mu, also hat der Winter recht bewiesen, dass er nochmal eins im Kasten hat. Und ja, da sehen wir ein paar Sachen. Das war jetzt zum Beispiel im Hochheber gewesen, in der First Line. Und da, große Effekte der Blumsenberg. Ziemlich kurze Landung, aber es ist gleich aufgegangen. So Tage wie der zum Beispiel in Davos sind so Tage, wo eigentlich der Film auch viel ausmacht. Wir sind ja nicht so, dass jeder allein auf dem Berg ist, sondern es ist ja halt miteinander. Und das haben wir auch mal wieder zeigen, dass man, auch wenn man einen Filmpart machen sollte oder machen muss, man macht es miteinander. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das wollen wir auch unserem Film zeigen. Es ist genau das gleiche bei dem Highspeed-Part, eigentlich mein Lieblingspart vom ganzen Film. Ich finde, da haben wir wieder die Highspeed-Kamera gehabt, wo man 1000 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Und durch das sieht man halt einfach so Details viel besser, wo man so Augensysteme würde sehen mit einer normalen Kamera. Und ja. Wir sind Film, der Sami, ein lustiger Vogel. wenn ihr mal jemanden kennt oder wenn ihr selber Finnisch könnt, dann lasst euch das mal übersetzen, weil das, was ihr sagt, ist vielleicht nicht genau das, was drunter steht. Natürlich ist das, was wir hier jetzt zeigen, wie zum Beispiel der Waldpark, der sehr viel Spass gemacht hat, nicht alles, sondern im Film jetzt noch die andere Sachen, die sich eigentlich sicher lohnen zum Schauen, wie zum Beispiel die Quarter Pack Session in Meiringen, wo sich aus dem Film auch wieder recht wirklich cooles einfallen lassen hat. Ich würde sagen, am besten kaufen wir das Snowboard MBM, das jetzt im Wald rauskommt, weil dort wird uns im Film beigelegt. Das heisst, ihr kriegt den auch gratis mit und hoffen, dass wir da mit dem Film und kleinen Motivator für die nächste Saison mitgehen und dass wir viel Spaß haben werden in der nächsten Saison. Das wär's.